Hallo, mein Name ist Mark Bellinghaus. Ich bin 60 Jahre alt und ich bin 1986 am Residenztheater München, dem Bayerischen Staatsschauspiel, von Herrn Günther Behlitz, dem damaligen Generalintendanten, für 2 Jahre sexuell belästigt und auch in seiner Intendantenvilla missbraucht bzw. vergewaltigt worden. Ich stehe heute am 17. November 2023 vor der Oper in Dortmund. Das können Sie sehen, da, das ist dieser Rundbogen, wo heute die Tagung bzw. die Jahresversammlung des Deutschen Bühnenvereins stattfand. Und ich habe mir wirklich ein Herz genommen und habe hier selbstgedrückte Flugblätter und Handzettel ausgeteilt, die genau das ausdrücken und darstellen und sagen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, dass die Generalintendantin von Münster, Katharina Kost-Tollmein, 50, in übelster Art und Weise diesen sexuellen Straftäter, diesen Vergewaltiger, für die letzten 3 Jahre unterstützt hat, weil ich ihr vor 3 Jahren bereits mein Projektentwurf und dann auch in Form eines Treatments für Kinderhaus, das habe ich mir überlegt, Kinderhaus von Mark Bellinghaus nach dem Kindesmissbrauchskomplex von Kinderhaus, Münster Kinderhaus, weil wir da als allererstes auf die Straße gegangen sind und haben Saturdays for Children gegründet. Und diese Frau, sie war heute hier. Ich habe auch ganz laut gebrüllt, deswegen bin ich jetzt heiser, weil ich das Recht dazu habe, nach so vielen Jahrzehnten die Wahrheit laut rauszubrüllen über einen MeToo-Straftäter namens Günther Behlitz, der so dreist ist, dass er sich noch nicht mal entschuldigt hat nach all den Jahrzehnten. Ich habe 2021 eine Strafanzeige gestellt bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und siehe da, sie wurde wegen Verjährung eingestellt, wie nett. Aber dass dieser Kerl rumläuft und links und rechts, ob das jetzt Weimar, Heidelberg oder sonst wo war, sich da an die jungen Schauspieler rangemacht hat. Er ist zum Beispiel mit einem Schauspieler namens Mario Andersen, das wurde mir berichtet, als ich das Residenztheater voller Enttäuschung und, Angst, dass sowas immer und immer wieder passiert. Dieser Machtmissbrauch von einem Günther Behlitz, der jetzt genauso von seiner Mitarbeiterin, der lieben Katharina Kost-Tollmein, die 5 Jahre mit Günther Behlitz gearbeitet hat in Heidelberg, von 2000 bis 2005. Ich habe auch selber in Heidelberg im Zimmertheater gespielt und eines Tages stand da Günther Behlitz vor mir. Ich hätte wirklich fast einen Herzinfarkt gekriegt und gekotzt, beides zusammen. Also ich hätte ihm fast am liebsten in die Fresse geschlagen, auf Deutsch gesagt. Es hat mich mein ganzes Leben lang... Es hat mich mein ganzes Leben lang gebraucht, dass ich endlich mal ausspreche, was dieses Schwein mit mir gemacht hat. Und was hier in Münster abgeht, das ist nicht mehr lustig. Ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen ungefähr 1000 Handzettel vom Theater verteilt, damit die Leute endlich aufwachen zu einer Intendantin, die es schon längst auch rausfliegen hätte müssen. Ich habe mich engagiert in der GdBA. Ich bin im Mai gewählt worden als der Vertreter von der Künstlerhilfe. Und ich sehe die Möglichkeit, wenn Katharina Kost-Tollmein fliegt, dass ein Märchen wahr wird, dass ein Happy End passiert. Denn diese Frau hatte in der Höhe von Corona und 1 Monat vor Weihnachten, vor Heiligabend, hatte sie den Nerv, 45 Leute rauszuschmeißen am Theater. Ihr wisst, wie schwierig das ist, in einem künstlerischen Beruf Fuß zu fassen. Und diese Verträge müssten schon seit 30 Jahren geändert werden auf Festverträge. Stell dir vor, du arbeitest in einem Büro, es kommt ein neuer Chef und er schmeißt erstmal die Hälfte der Leute raus. Das geht doch nicht. Das ist doch irre. Das ist doch Irrsinn. Genauso wie etwas passieren muss. Ich spreche jetzt
speziell den Deutschen Bühnenverein an. Schmeißen Sie Herrn Günther Behlets raus offiziell, damit die Öffentlichkeit sieht, dass Sie was tun. Und schmeißen Sie verdammt nochmal Katharina Kost-Tollmann raus, weil sie absichtlich, vorsätzlich einen kriminellen sexuellen Straftäter geschützt und noch unterstützt hat. Sie hat mein Theaterstück Kinderhaus mir absichtlich geklaut, hat es umschreiben lassen in Kinderhäuser. Jeder noch so verblödete Richter wird sehen, dass das ein Plagiat ist. Dann hat sie auch noch den Nerv gehabt, unseren ersten Ehrengast Martin Schmitz zu nehmen, der bei uns 2020, am 20.06.2020 bei uns in der ersten Versammlung und Demonstration als Ehrengast eingesprungen ist, weil Innenminister Herbert Reul nicht konnte. Und Herbert Reul habe ich, das können Sie gerne nachfragen, können Sie ihn fragen. Ich habe seiner Privatsekretärin damals aus meiner Missbrauchserfahrung gesagt, dass Kindesmissbrauch für mich wie Mord auf Raten ist. Und daraus wurde dann gestrickt, Kindesmissbrauch ist wie Mord. Und Herr Reul hatte das gesagt. Ich habe Herrn Reul angezeigt, deswegen, das ist mein gutes Recht. Und wir haben uns seitdem aber versöhnt. Und er hat mir sogar ein Dankeschreiben, persönliches Dankeschreiben geschrieben. Ja? Und ich muss mich hier von einer dahergelaufenen Generalintendantin, die von dem größten MeToo-Straftäter am besten abgeguckt und gelernt hat, diese Frau sollte Münster sofort verlassen. Und hiermit spreche ich per se und speziell den Rat der Stadt Münster und Herrn Markus Lewe an, weil ich lasse mich nicht länger verarschen. Die Polizei hat 14 Tage gebraucht und hat noch nicht mal meine Strafanzeige weiter an die Staatsanwaltschaft Münster gegeben. Was ist denn hier los? Es geht hier um Kindesmissbrauch im tieferen Sinne. Es geht aber auch um MeToo, also Missbrauch eines Schutzabhängigen, eines Angestellten, der ich damals nachweislich war. Ich habe Verträge von Herrn Behlets unterschrieben, wenn mir das keiner glauben sollte. Ich werde jetzt Klage einreichen und ich werde versuchen und ich werde es schaffen, dass dieses Stück, dieser lächerliche, widerliche Abklatsch von meinem Stück Kinderhäuser von einer Karen Breeze, die, wenn Sie die googeln, sehen Sie, dass sie ihre Wikipedia-Seite selbst zusammengeschustert hat, weil nämlich da kein Geburtsdatum von ihr steht. Das ist schon mal ein Zeichen. Außerdem ist sie eine nicht so ganz erfolgreiche Schauspielerin, kann man sagen. Und dann hat sie sich auf ein paar spezielle Themen gestürzt und wurde jetzt genommen und ja, das natürlich gemacht. Klar, warum nicht, gell? Warum geht man nicht gegen Mark Bellinghaus vor? Ist ja nur Missbrauchsopfer der Kirche, ist nur MeToo-Opfer von Herrn Behlets, dem besten Freund von Katharina Kost-Tollmann. Sie sehen, ich will das jetzt abkürzen, Sie sehen, was hier im Argen ist. Münster hat ein großes Problem, wenn sie weiter an dieser Frau festhält, die in eiskaltester Art und Weise 45 Leute auf die Straße gesetzt hat und da den großen Nerv hat, kurze Zeit später ihren eigenen Ehemann, nämlich Professor Dr. Tollmein, Oliver Tollmein, als Moderatoren einzusetzen, ja, im Theater. Und das ist genau wie bei Greichen und Habeck. Und wie wir alle wissen, ist der Staatssekretär Greichen geflogen, auch wenn er erst nicht wollte. Und genau das fordere ich wegen der Unterstützung eines sexuellen Straftäters nachweislich. Und auch wegen dieser ganzen anderen Fuck-Ups können Sie gerne auf der Petition sehen. Ich werde dieses Video jetzt auf die Petition posten, weil es ist echt ein übelster, unterirdischer, deutscher Theaterskandal, den man sich gar nicht anders zusammenschreiben könnte. Dieser Zufall, dass mich plötzlich hier eine Frau verfolgt in meinem Leben, ich hätte nie damit gerechnet, als ich ihr im Vertrauen mein Theaterstück Kinderhaus angeboten habe, wo ich wirklich alles reintun wollte, was ich weiß, in Bezug auch auf Prävention und. Ich wollte das mit dem Innenministerium Nordrhein-Westfalen und mit der Polizei Münster zusammen machen. Ist mir alles geklaut worden. Es wird jetzt plötzlich aber wirklich ins Detail abgeguckt. Es ist unvorstellbar. Und ich fordere hiermit auch die Justiz Münster auf, weil die haben das Theater Münster im Landgericht und im Amtsgericht als Gast. Wie sollen die jetzt fair urteilen, frage ich Sie, liebe Leute. Wie sollen die urteilen und ein Stück verbieten,
Die werden einfach meine Strafanzeige einstellen und werden einfach mit den Schultern zucken und mich auslachen. So wird das aussehen, aber dann gehe ich zur nächsthöchsten höheren Instanz, Herr Wrobel, Jens Wrobel, leitender Oberstaatsanwalt von Münster. Ja, wollte ich nur sagen. Es ist ein Skandal und bitte helfen Sie uns. Es sind 46 Leute mit mir, die auf eine Änderung drängen. Und der Deutsche Bühnenverein, nochmals, bevor ich jetzt hier Schluss mache, schmeißen Sie verdammt nochmal Herrn Günther Behletz, 85, und Frau, seine beste Freundin, Katharina, Dr. Katharina Kost-Tollmein, die größte Enttäuschung seit der Entstehung von Münster. Auf Wiederhören.